So, herzlich willkommen zu einem Video. Ich kann euch sagen, das Video heute wird wirklich krass, krasser, am krassesten. Okay, dann erklär doch mal einmal ganz kurz, worum es bei dem Sport eigentlich geht. Wie das Ganze entstanden ist, was das so auf sich hatte früher. Traktorpulling ist ein Zugkraftwettbewerb. Die Bahn ist 100 Meter lang, da kommt ein Bremsschlitten hinter. Je weiter man den Bremswagen zieht, je schwerer wird er. So, dann fangen wir mal an. Also V12, hier ist, ich sag jetzt mal nicht Turbolader, sondern eigentlich ist es ja mehr ein Zentrifugalverdichter, der über den Riemen angetrieben ist. So heißt es, glaube ich, fachmännisch oder so. Das heißt, zwei Kupplungen. Genau. Fliehkraftkupplung? Fliehkraft, also eine Trockenkupplung, ne? Mhm. Fliehkraft. In dem Fall sind es vier Scheiben, 11 Zoll im Durchmesser. Mhm. Und ja, wie gesagt, jeder Motor ein Kupplungsautomat. Und dann geht es halt auf diese Crossbox. Das ist die ist aus Aluminium mit Titanlinern. Also sind zwei Titanlinern drin. Das auch, falls hier mal was rausfliegt, genau, nichts passiert. Genau. Ist die Fliehkraftkupplung da drin aber von außen irgendwie einstellbar, betätigbar oder fährt die immer gleich an? Die fährt immer gleich an. Das heißt, es gibt also eigentlich auch nur gleich voll los, genau, oder? Genau, ja. Also klar, wir müssen sie regelmäßig einstellen. Ne? Das muss man schon, dass das Spiel passt, dass sie auch synchron kommen. Mhm. Aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Mhm. Aber wenig Probleme mit. Und hier drunter läuft ein Riemen oder sind das Zahnräder? Das sind alles? Sammelgetriebe, stehen Zahnräder. Wir haben da schon so ein bisschen paar neue. Die dezente Variante. Die dezente Variante, genau. Das ist halt in dem Fall ein Umlenkrad einfach nur. Auf der Motorseite haben wir natürlich relativ große Zahnräder und dann das Besondere an dem Getriebe ist im Grunde genommen, ohne dass wir die Achsen verschieben, können wir sieben verschiedene Übersetzungen fahren. Mhm. Wir tauschen außen Zahnräder und hinten Zahnräder, einfach über Profilverschiebung an den Zähnen. Mhm. Und können dann halt die Übersetzung entsprechend anpassen. Das macht Sinn, gerade wenn man am Motor ein bisschen Feintuning betreibt, auch mal ein bisschen mehr Leistung hat, dann kann man vielleicht mal so 2% eine Gesamtübersetzung ändern. Mhm. Und ja. Weil man hat logischerweise nur einen Gang. Genau. Wir haben letztendlich, ja genau, wir fahren vorwärts und rückwärts letztendlich nur zum Rangieren. Ne? Mhm. Und das Vorwärtsband ist alles in einem Gang. Mhm. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass wir zwei rechtsdrehende Motoren aufgebaut haben. Das ist das, wo ich die ganze Zeit gerade gucke und überlege, ob die wohl beide gleich rumlaufen. Aber genau, man vertut sich ja bei Zahnrädern immer, aber es ist ja so angeordnet, dass die gleich rumlaufen. Ne? Genau, das ist jetzt das, was du da in der Hand hast, das ist jetzt schon der nächste Step. Wir werden jetzt umbauen, dass ein Motor links laufend ist, sodass die nach innen rotieren und somit wollen wir einfach ein bisschen Drehmoment vom Chassis nehmen. Mhm. Ah, das merkt man tatsächlich, dass bei beide so rumdrehen, dass die eine Seite ja, immer so raus. Wenn man im Video sieht, im Rennen, da verdreht er sich schon richtig krass. Ja. Das bedeutet, das Rad ist noch am Boden und der ist meinetwegen schon 20 cm krass gesagt in der Luft. Das ist mal mehr, mal weniger. Es liegt immer ein bisschen dran, wie krass die Bahnen sind. Ja, und das ist ein Stahlchassis oder ist das irgendwie Chromo oder so? Chromo. Also nur feinste Ware dabei. Ja, wir haben, man sieht es hier, so ein paar Rohre noch unlackiert. Wir haben Anfang August haben wir hier auf unserem eigenen Gelände einen kleinen Test gemacht, um ein bisschen was auszutesten. Wir haben bei diesem Schlepper, da auch das, was wir so Leichtbau betreiben mussten, für die 2,5 Tonnen haben wir immer noch das Problem, also er biegt immer ab unter Last. Ne? Also sobald richtig Last drauf kommt, verbindet sich das Chassis und letztendlich biegen wir immer nach links hin raus. Und wir hatten jetzt noch ein paar Optionen am Chassis mal probiert, um das einfach stabiler und steifer zu bekommen, sodass wir das Problem lösen. Ich finde es Wahnsinn. Also ich persönlich hätte jetzt gedacht im Vorfeld, dass das Chassis viel, viel massiver ist, oder? Mhm. So, wenn ich mir überlegt hätte alleine, wie fett der Motor ist und so, ne? Finde ich, ist das schon. Also es muss auf jeden Fall gut durchdacht sein, dass das genau so aussieht, ne? Weil wenn du da wahrscheinlich die Streben falsch anordnest. Ja, ein paar Erfahrungen haben wir schon gemacht in der Vergangenheit. Also, niemals ausreichen mit so ein paar Streben. Ne? Einmal eine Strebe falsch angeordnet und ist dann. Ja, ist ja auch von den Wandstärken. Was haben wir? 1,5. Die Hauptrohr sind 2 mm und der Rest ist 1,2 und 1,5, glaube ich. Ja. Wie viel Newtonmeter hat ein so ein Motor? Puh, schwer zu sagen, wissen wir ehrlich gesagt. Also um die 5000, hätten wir jetzt mal so grob geschätzt. Mhm. Wir haben keine richtig tollen Prüfstandsläufe oder sowas. Ja. Aber glaubt ihr, wenn er 2500 PS hat bei ich sag jetzt mal 5000 Drehungen, kommt das ja irgendwo hin, dass es dann 5000 Newtonmeter sind. Ne? Und hier aber trotzdem nochmal unter- oder übersetzt nach hinten dann? Ja, wir werden entsprechend schneller. Wir übersetzen ins ja, ungefähr zweifache. Ja. Mhm. Also genau. Wir gehen also auf der Welle ungefähr 10.000 Umdrehungen. Krass. Also nochmal mehr Drehmoment. Das heißt, auf der Welle sind theoretisch eigentlich sogar 20.000 Newtonmeter drin. Immer so 5.000. Ja, es reduziert sich. Es wird weniger. Wird weniger, okay. Ja, ach, stimmt, mehr Drehzahl. Ist schon mehr Drehzahl. Okay, ich war gerade genau andersrum. Genau. Okay, da haben wir halt 5.000 Newtonmeter noch drauf, aber was immer noch viel ist. Eigentlich ist das noch zu wenig Drehzahl. Also das ist auch mit dem Grund, weshalb wir diese Verdrehung haben. Mhm. Über die lange Antriebswelle kriegst du halt die Verdrehung da rein.
das, was wir mit den Motoren machen, wir wollen einfach das entstehende Kippmoment, was die Motoren Drehzahlwechsel, sag ich mal, aufbringt, das soll weg. Okay. Dass dich das gegeneinander aufhebt und dann letztendlich müsste die Welle nochmal mal einige schneller werden, sodass man das Moment da rausbekommt. Ich weiß noch, das hatte ich glaube ich schon mal in einem Video neulich gesagt, dass ich hatte Angst, ich wollte mit meinem Audi ja mal 400 fahren, mit dem Jean-Pierre zusammen, der wollte übrigens euch eigentlich mit besuchen kommen, hat es allerdings jetzt leider nicht geschafft in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich war aber so heiß drauf, hier vorbeizukommen, dass ich trotzdem liebe Grüße ausrichten soll. Und er würde sich trotzdem freuen, wenn er nochmal vorbeikommen darf. Auf jeden Fall. Also ihr könnt euch darauf freuen, er wird nochmal vorbeikommen. Wir hatten vor, 400 zu fahren. Und bei mir ist es so krass untersetzt, dass bei 400 hätte meine Kardanwelle auch, ich glaube, in Richtung 12.000 Drehungen gemacht. Also. Und das war dann auch so eine Sache mit diesem Gummilager in der Mitte, dass die nicht mal irgendwann mal so einmal... Das wäre böse geworden. Wie schnell fährt so ein Ding, ohne dass man da was hinterhängt? Wir waren in der Vergangenheit war man schon wesentlich schneller. Dann wurden die Reifen immer besser. Mittlerweile sind wir so in dieser Kategorie, ich sag mal, Größenordnung zwischen 120 und 130 km/h bei dieser Leistungsklasse. Ne? Es gibt natürlich auch 2,5 Tonnen Schlepper, die halt die Hälfte Leistung haben, die fahren dann entsprechend vielleicht 70 km/h am Rad. Mhm. Aber einfach aufgrund der großen Traktion von den Reifen mussten wir halt mit der Raddrehzahl wieder runtergehen, ne? Also auf 130 km/h sowas ungefähr, 120, 130. Aber beim Pull schafft man nicht 120, 130. Nee, das sind, ich glaube, so Spitzenwerte, was hat man? 47 hat man. Ja, zwischen 40, 50 km/h. Ja. Bei den Minipullern sind es 60 km/h, wenn es gut läuft. Das heißt aber, wenn man hier nichts hinten dranhängen würde und man hätte keine Wheelbar nach hinten und gibt nur andersweise Gas, überschlägt das Ding nach hinten ab, oder? Sofort. Dafür sind die Steigbegrenzer allein. Aber sonst würde das wirklich einfach. Ja, das drückt schon. Also ja, ich wollte schon sagen, also das muss. Okay, hier ist aber eine innenliegende Welle nochmal drin. Genau, das ist quasi nur der Schutz, ne? Diese 10 mm, das ist auch wieder reglementbedingt, 10 mm Aluminium. Wusste ich gar nicht, dass das wirklich dann schon Aluminium in 10 mm reicht, dass das so fest genug ist. Doch, ja, jetzt also zusätzlich müssen an jeder Welle nochmal diese Sicherheitsgurte zusätzlich dran, falls doch mal was losgeht, dass sie halt nicht so schlagen kann. Und in dem Fall haben wir eine Titanwelle, eine Hohlwelle ist das, die haben wir verbaut. Haben wir damals in Tschechien tiefbohren lassen. Die ist ja knapp 1,40 Meter lang. Entsprechend tiefbohren lassen und dann entsprechend bei unserem Sponsor verzahnen lassen, damit wir die einsetzen können. War auch so eine kleine Lernkurve, die wir da gemacht haben mit der Verzahnung. Wie heißt der Sponsor? Hühner Getriebetechnik. Falls ich da auch nochmal so eine 1,40 Meter Titanwelle brauche. Ja, man dann weiß ja nie. Verzahnung sind nicht ganz ohne bei Titan. Ja, glaube ich. Wegen dem Fressverhalten. Ja. Und wenn es dann auch noch dazu halt diese Kräfte übertragen soll, ist das ja was anderes, wie wenn man da noch einfach nur einen Ritzel drauf steckt und was weiß ich was mit antreibt. Und es ist ja nicht nur immer fluchtig, also das ist auch mal so, dass es aus dem Winkel ist. Ne? Es ist ja nicht immer so, dass es jetzt am Pol ist, als es gerade ist, sondern es verbiegt sich ja in eine Richtung. Also hier ist es so, wirklich so, wenn du den fährst und die Füße hier auf dem Pedal hast, dann irgendwann, sobald da ein bisschen Last drauf kommt, dann irgendwann ist die Welle halt, drückt deinen Fuß weg. Ne? Das ist halt immer so. Aber wie ist das so vom Gefühl her, wenn man hier drauf sitzt und hier drunter gerade 5000 Newtonmeter durchgeht? Eigentlich konzentriert man sich darauf weniger. Also vergiss mal. Ja, da gibt es andere Themen, die dann... Ne, ja, bei dem ist es schon eigentlich so ein bisschen immer ein Kampf, dass er den... Also wenn er geht, dann ist das eine Macht. Da, seitdem er einigermaßen gut läuft, auch die Motoren richtig gehen, sind wir da europaweit schon ganz weit vorne mit. Aber es ist halt immer noch ein Kampf, weil wir halt so leicht bauen mussten, den einfach gerade über die Bahn zu bringen. Und das ist wirklich oftmals schon eine ganz schön harte Arbeit, den in der Bahn zu halten. Ne? Ja. Das heißt, der kann aber schon noch ein bisschen lenken vorne oder geht das alles nur, wie er sagt, über Bremse? Also wenn das Puls ja, nur über Bremse. Das Lenken ist letztendlich nur manövrieren. Wir blockieren sogar die Lenkung. Wir verriegeln die quasi. Wir können dann vielleicht noch 10 Grad Lenkeinschlag. Das ist aber dann, ist ja mal... Die sind eher in der Luft wahrscheinlich vorne, die Räder. Normalerweise sind sie in der Luft. Das Problem ist halt eine hydraulische Lenkung. Und wenn er halt in der Luft, vorne in der Luft ist und ich dann anfange zu kurbeln, dann, weil du keinen Widerstand hast, schlagen die Vorderräder stark ein. Und wenn du dann nach unten kommst, dann kann es sein, dass er dich seitlich rüberkippt. Das ist nur ein Selbstschutz. Ja, Selbstschutz ist das. Darf ich mir einmal rein? Ja, klar, geht's drauf. Das muss ich jetzt einfach machen. Geil. So zu fahren war der früher. Genau, dann hast du halt nur deine Bremsen und deinen Gasgriff. Ne? Letztendlich, das ist alles, was du brauchst. Und wenn man dann so nach 70 Metern merkt, dass Zylinder 11 nicht mehr mitläuft da vorne so ungefähr. Ne? Das stelle ich mir am ekligsten vor. Ich hätte die ganze Zeit Angst, dass da irgendwas so krass platzt, weil du fährst ja wirklich komplett in dem Moment voll durch. Ne? Genau. Ja gut, aber wir haben wirklich feuerfesten Anzug, wir haben vernünftige Helme.
Also Sicherheitsmittelnummer ist wirklich recht hoch. Und das hast du wie eine Formel 1. Ja, genau. Also was das angeht. Okay, Lenkung wird fast festgemacht. Genau, und dann also wir haben noch so eine Kulisse drin. Du kannst, wie gesagt, wenn du jetzt an. Ah, jetzt ist er schon. Moment. Achso, ja, wir müssen den entsprechend einstellen. Mhm. Mal so ein bisschen kleine mechanische Lösung aus. Aber da ist schon wirklich viel dran gebaut an so einem Ding, ne? Da ist ja eigentlich nichts von der Stange. Nee. Alles selber. Das heißt, man kann jetzt auch nicht, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Online-Shop für Tractor-Pulling und man kauft sich das alles so zusammen. Ich habe das Lenkrad gekauft, ne? So. So, das ist ja wirklich alles sich überlegt. Genau. Ja. Da muss schon viel. Ganz normal Gasbremse? Ne, das ist beides. Ihr bremst theoretisch genau. Mit linken und rechten Fuß. Genau, und das wäre dein Gas. Also du hast wirklich eine Hand immer am Gas. Krass. Das eine Pedal ist ein bisschen weicher, da haben wir etwas ausprobiert, neue Dichtungen hinten an den Bremsgebern. Die Bremse haben wir auch selber entwickelt, Schnör und auch beim Sponsor gezeichnet, weil das jetzt einfach verdammt leicht ist. Früher sind wir mit Autobremsen vom Audi gefahren. Da mussten wir zwei Bremssattel dran machen, dass der uns überhaupt ein bisschen bremst und das war einfach viel zu schwer. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Man kennt das vom Auto so ein bisschen. Wenn man dann doch mal unter wirklich Gas gibt und bremst, was bei den meisten Autos nicht freigeschaltet ist, aber falls man doch mal eins hat, da passiert halt eigentlich nicht mehr viel mit so einer Bremse, ne? Weil das doch schon ganz gut Kraft ist, wenn so ein Auto nach vorne fährt, ne? Dass man das hier überhaupt eingebremst kriegt. Ne? Aber das gucken wir uns gleich von hinten an. Genau. Okay, das heißt hier Gas geben und hier? Das ist ein Schalthebel. Genau, das wäre dein Schalthebel. Den betätigst du halt quasi vorm Start. Ne? Nach vorne wäre jetzt quasi, muss mal ein bisschen wackeln gehen, das wäre jetzt der Vorwärtsgang. Ah, okay, verstehe. Dann hast du einfach nur einmal neutral. Mhm. Das ist halt, der muss im Neutral sein, um die Motoren starten zu können. Das ist über den Sensor hier abgefragt. Mhm. Dann hast du halt noch deinen Rückwärtsgang, der fährt halt zu dir hin. Und ansonsten ist es einfach nur noch Gas geben. Rückwärtsgang heißt, da schaltet sich einfach noch ein Zusatz. Genau, wir gehen hier einmal über so ein kleines Vorgelege. Und, das heißt, da einmal Gas geben, das fällt wahrscheinlich erst recht auseinander. Mit rückwärts. Ja, ganz lange hält er nicht beim Vorwärtsfahren. Der ist dafür ausgelegt. Okay, aber hier wichtig, eine Beleuchtung. Ja, das ist auch wieder Reglement. Also sobald du Rückwärtsgang drin hast, muss hinten und am Fahrer eine Lampe. Also wenn wir jetzt auf die Bahn fahren und fahren rückwärts vor dem Bremswagen, dann müssen hinten und zum Fahrer müssen... Dass man erkennt. Genau, die Leute, die da einhängen, dass sie wissen. Aber was ich auf jeden Fall schon mal cool finde, ist, es gibt nicht eine einzige Anzeige oder irgendwas, ne? Es ist wirklich darauf verlassen, genau. Also es gibt dann ja auch theoretisch keinen Lauf abbrechen, so, draufhalten. Ja, so wenn es bumm macht. Genau. Also normalerweise, das ist auch hier, wir haben einen Öldruck, das ist, da guckst du nach dem Zug, ja, als Fahrer guckst du einmal kurz drauf, ob der Öldruck noch stimmt. Aber wenn das Zug ist, hast du eh keine Zeit dafür. Da brauchst du auch kein Drehzahlmesser oder sowas, das ist einfach... Ja klar, mit der Fliehkraftkupplung kann man ja unterm Strich eh nichts mehr machen. Das heißt, die haben aber elektronischen Begrenzer, die Motoren? Oder sind die theoretisch frei ausdrehen und über die Last gedrosselt? Wir haben theoretisch einen Begrenzer drin, ja. Okay. Aber also wir machen es eigentlich so, dass wir setzen den nicht von der Zündung her tot, wir überfetten den brutal. Wir gehen einfach auf einen Drehzahlbereich, den wir eigentlich gar nicht fahren wollen, und da jagen wir dann so viel Sprit rein, dass er so träge wird und von alleine wieder einbricht. Wenn nach 20 Liter Verbrauch noch Sprit da ist. Ja, genau. Okay, überfetten auch nicht schlecht. Und deswegen auch das Öl jedes Mal wieder auskochen. Weil so viel Sprit drin ist. Genau. So, kann man sich dran gewöhnen. Kommt das mal so vor, dass man sich hiermit auch so überschlägt und so, oder ist eher selten? Ist selten. Da also muss schon viel schief das, gehen. Genau, also dass er mal auf der Seite dreht. Also mehr haben wir, glaube ich, noch nicht erlebt. Also wir selber sowieso noch nicht, aber... Gibt es vom Reglement her eine Länge, die vorgegeben ist? Ja. Okay, weil sonst wäre das Ding wahrscheinlich dreimal so lang, ne? Genau. Ja, genau. Du hast ja, also wir versuchen den natürlich auch das Maximale zu bauen, allein um einen entsprechenden Hebel zu haben, um den... vorne umzuhalten oder die Nase umzuhalten. Wobei andererseits, wenn der wieder so lang wird, wird der wahrscheinlich auch anfangen, sich so durchzubiegen. Ja, auch das. Dann müsstest du vom Chassis wahrscheinlich. Also wir versuchen, also die optimale Einstellung für den Pull wäre letztendlich, dass er so leicht vorne mit dem Vorderrad nicht schwebt, weil dann das Zugpendel hinten natürlich auf maximaler Höhe bleibt. Je weiter ich natürlich vorne hochgehe, das Zugpendel geht weiter Richtung Boden und dann verringert sich natürlich die Zugkraft, die da ist. Ne? Wie oft muss man sowas fräsen, bis es dann funktioniert? Eigentlich nur einmal, wenn man keinen Planungsfehler hat. Okay. Ja, aber es ist ja doch meistens so, irgendwas passiert halt immer, deswegen... Genau. Ja, ein bisschen, ja, also man wächst ja auch mit den Jahren, sagen wir auch, was so die Konstruktion von solchen Sachen angeht. Ne? Zu Anfang hat man alles noch ein bisschen massiver gemacht, mittlerweile weiß man halt ganz genau, wo man Material stehen lassen muss, was wichtig ist. Einer war ja auch noch nie. Ich meine, für die Optik eine Lambda-Sonde noch drin.
Wo ist der große Unterschied zwischen zwei Motoren nebeneinander oder da hintereinander? Gibt es Vor- und Nachteile? Oder ist einfach nur so entstanden, war einer und dann noch ein zweiter hintergemacht? Nee, das hat dann schon eigentlich Gründe. Also bei dem, die Anordnung sowieso bei dem ist eigentlich für die Gewichtsklasse, in der er jetzt fährt, also hintereinander, eigentlich sehr, sehr schön gewesen. Das ist ein sehr ruhiges Fahren. Weil damals war das ja so, der Trecker war so gebaut, dass man, wie er jetzt ist, in einer 2,5 Tonnen Klasse fährt, wo wir jetzt mit zwei Motoren fahren. Und auf Rennen können wir den obersten Motor herunternehmen oder halt draufbauen und dann fahren wir zwei Klassen auf einer Veranstaltung. Das war mit den großen genauso. Wir können mit denen jetzt in der 3,5 Tonnen mit zwei Motoren fahren und setzen zu der 4 Tonnen den obersten Motor dann wieder auf. Das können wir auf Rennen. Das müssen wir uns einmal angucken. Deswegen war das dann das hier der mit dem einen Motor. Ah, okay. Das heißt, hier öffnen und da greift dann der dritte auch noch ein. Ja. Sieht man auch auf dem Bild da, wie das mit drei. Da sitzt man auch noch mal höher drin dann, ne? Wahrscheinlich. Ja, täuscht das aber auch ein bisschen, weil er aufgebockt, aber er ist schon höher. Wegen dem dritten Motor, dass man da noch so ein bisschen rüber gucken kann. Ne? Oh, aber hier sind immerhin ein paar Anzeigen drin. Nee, auch nicht, nur ein paar Kippschalter. Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre die Straßenversion hier. Mit Tacho. Okay, ja klar, so ist natürlich Platz. Das ist auch noch die Version, die immerhin so einen halben Auspuff dran hat. Ja, hört sich eigentlich sehr cool an. Ne? Der Einzelrohre außen und dann noch Sammelrohre auf den inneren Bänken. Und von der Soundkulisse ist das halt nochmal ganz anders. Ne? Das hört sich so, auf der einen Seite die Sammelrohre blubbern so richtig schön und die Einzelrohre die schreien so ein bisschen. Und das ist eigentlich ziemlich einzigartig aktuell. Ne? Das ist wirklich. Und dann halt gerade am Ende des Zuges, ne, wenn das dann überfettet auch nochmal richtig schön, hast du die schönen so meterhohe Flammen da raus. Ist aber auch ein Methanolmotor. Ja. Weil hier die Einspritzung nochmal komplett anders eigentlich ist. Das ist ja noch richtig hier so mit. Ja, nur die Düsen haben. Genau. Also das ist letztendlich, da haben wir ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Aber vom Prinzip ist es dasselbe. Also die ganze Steuerung und so, das ist alles gleich. Okay, jetzt gucken wir uns noch eine letzte Sache an und zwar Hinterachse. Könnte man nicht glauben, dass so ein Rad 150 Kilo wiegt oder 180. Da liegt auch ganz an den Rädern drin, wie viel Gummi da noch drauf ist. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen schwer. Die sind bei 225 pro Stück. Was für Reifen sind das? Mietersreifen. Das sind jetzt extra speziell für Pulling. Also extra Reifen dafür? Ja, ist das genau. Es ist auch noch nicht lange so, aber jetzt mittlerweile kommen die auch auf den Markt. So seit den letzten wie viele Jahre? Vier, fünf. Genau. Ist nicht so, dass die sonst übers Feld fahren? Nein. Die kriegen wir normalerweise glatt. Das ist eigentlich eine Wahl. Slick. Sieht aus wie ein Formel 1 Reifen groß. So kriegen wir die angeliefert. Also und da kommt selber geschnitten? Nein, wir lassen die. Da gibt es auch Leute in Europa, die sich darauf spezialisiert haben, die zu schleifen und zu fräsen, so nach eigenem Wunsch. Also die fahren nicht alle gleich den Stollen. Da ist immer innovativ, was so der Trecker anbelangt, was er so haben muss an Stollen. Und das ist mal die männliche Version von einem Bremsscheibe dann. Ja, je größer der Durchmesser, je mehr. Ja, aber das heißt, wenn ihr vorher sagtet Audi. Der Audi war aber der hatte die kleinen Scheiben. Also was also wirklich so hunderte Durchmesser. Ne? Ja, nein, also die Scheibe hatten wir. Wir haben die ein bisschen ausgefräst, den Sattel, sodass wir eine, ich glaube, 480er Scheibe oder 490er haben wir zu Anfang drauf. Okay, Und dann haben wir erst mit einem angefangen. Das war dann quasi gar keine Bremswirkung. Dann haben wir irgendwann einen zweiten dabei montiert. Wurde dann schon ein bisschen besser, dann haben wir irgendwann nochmal angefangen, uns spezielle Beläge machen zu lassen, ganz aggressive. Dann wurde schon gut. Und dann haben wir gesagt, okay, mit dem Vergleichswerten fangen wir jetzt an, uns einen eigenen Sattel zu konstruieren, dass wir halt quasi mit derselben Bremskraft und derselben Fläche, dass wir dementsprechend dann die Leistung, dass wir einfach leichter sind. Weil das ist, was ist das, eine 600er Scheibe oder so? 680. Ja. 680. Oh, kannst du Felge weglassen. Genau. Ja, das ist halt echt schon nicht ohne. Wenn du während des Zuges, also du kannst dich schon mal ausglühen, so eine Scheibe. Also wenn du jetzt einen ganz heftigen Zug so, so stark bremst, man dann doch noch. Also eigentlich nicht. Eigentlich, das ist eigentlich nicht unser Ziel. Aber da sind die schon öfter krumm. Ja, genau. Da haben wir schon öfters mal, weil der halt dieses massive Problem noch hat. Dürfte man theoretisch über Sensorik eine Art, ich sag jetzt mal ESP oder sowas einbauen, dass er das automatisch? Darf er nicht. Nee, keine Traktionskontrolle und solche Sachen darf es nicht. Und teilweise willst du das ja auch gar nicht. Also ich sag mal, du hast eine 10 Meter breite Bahn, auf der du fährst. Und wenn ich jetzt als Fahrer spüre, er zieht zwar zur einen Seite hin, aber da passiert nichts. Lass ihn doch in dem Winkel weiterfahren. Und wenn ich anfange zu bremsen, ist das immer ein Risiko. Das kann sein, dass ein Rad sich aus dem Boden hebt, dass die Traktion abreißt. Deswegen kann ich auch einfach sagen, okay, das geht auf. Also bis zum 100 Meter komme ich nicht über die Linie. Ich lasse ihn einfach laufen in demselben Winkel. Dann aber der muss ja theoretisch auf den ersten Metern mit dem Einganggetriebe brutal durchdrehen eigentlich. Ja.
Das heißt, der dreht erst mehr und dreht bis zum Schluss hin immer weniger und kriegt dann Geschwindigkeit drauf. Also der hat die ganze Zeit Schlupf eigentlich, ne? Permanent, genau. Und also wie gesagt, am Start, dadurch, dass du am Start noch relativ wenig Last vom Bremswagen hast, baust du die Geschwindigkeit auf. Genau, baust du die Geschwindigkeit auf und du hast halt dann entsprechend auch die Motoren drehen dann halt ein bisschen höher noch zu Anfang. Dementsprechend die Reifen wachsen noch ein bisschen mehr und so weiter. Das ist alles dann vielleicht ein Vorteil, den du dann hast am Start. Wie groß ist dieser Verlust zwischen Start und Ende vom Bremswagen? Also wie viel stärker bremst der ab? Kann man das so pauschal ungefähr sagen, dass das bis zum Ende hin so fünffache Kraft benötigt wird, um das Ding zu ziehen oder so? Also erst am Start hat man ja überhaupt keinen Widerstand, aber sie versuchen ja so lange wie möglich die Kufe oben zu halten, also dieser Schlitten unten, damit man den Dreck und so weiter unten unterher schmeißt. Und irgendwann können die diese Kufe auch absenken und dann dementsprechend wird der Reibungswiderstand auch größer. Das merkt man schon da oben drauf. Also wenn der hinten richtig einschlägt, dann drückt er sich da richtig in die Boote rein. Ne? Das macht der aber automatisch über die Strecke oder sitzt da hinten einer drauf, der das irgendwie regelt und die Kufe immer weiter rein? Sitzt einer drauf, aber das macht der schon automatisch. Okay. Die können zwar, um es halt auch für alle gleich zu haben. Ja, genau. Also deswegen dachte ich schon so. Genau. Aber wenn die sagen, bei 60 Meter ist die Kufe unten, dann ist sie auch bei 60 Meter. Und bei jedem Trecker ist egal, wie schnell er jetzt fährt. Und das ist alles elektronisch. Und was macht der Typ dann da oben drauf? Einfach mitfahren. Lokalsicherheit. Wir haben ja hinten auch so ein Notrufsystem hinten dran. Das heißt, wenn der Fahrer da drauf mal ohnmächtig werden würde, irgendwo anschlagen oder der Trecker gerät irgendwie außer Kontrolle und ihm ist er da hinten nicht geheuer, dann drückt er mal auf den Knopf und dann zieht er dann an den Button und dann ist der Trecker aus. Weil das Ding sonst. Ja, also genau das im Grunde genommen. Der ist ja spritleer. Genau, das ist immer als Fahrer die Möglichkeit, über Notaus den Schlepper auszumachen und der Bremswagenfahrer hat immer die Option. Ja. Mhm. Und das ist seine freie Entscheidung. Wenn dem Bremswagenfahrer das zu wild wird, dann bricht er den Pull ab und haut er den Notaus rein und dann sind die Motoren sofort aus. Und dann rollt es vielleicht noch ein bisschen, je nachdem, wie schnell man gerade war. Und die Sättel sind auch alles von euch gefräst? Die jetzt nicht. Da hinten haben wir die selbst gebaut. Mhm. Teilweise ist das dann auch mal von anderen Teams, die sowas auch mal konstruiert haben. Ja. Das sind jetzt sehr massive und große. Die haben natürlich brutale Bremskraft, aber sind halt auch ein bisschen schwer. Und je nach Gewichtsklasse können wir das halt überall anbauen. Und ich persönlich hätte jetzt gedacht, dass das Differential sogar noch größer und massiver sein muss. Aber das ist natürlich auch hier aus Stahl in den Rahmen reingebaut. Und deswegen wahrscheinlich auch schon ausreichend, ne? Genau, das Differentialgehäuse selber, das ist relativ, das ist eigentlich, die Basis ist eine Truckachse aus Amerika, so ein alter Mack oder Mack-Truck oder irgendwie sowas war das. Und das Differential selber ist dann Eigenbau, das ist komplett aus Aluminium und komplett die Zahnräder. Echt, das selber gemacht? Genau. Können wir den nachher mal zeigen, die haben wir oben liegen, das ist eigentlich krass. Das ist halt wichtig, gut Nadel gelagert, dass sie ganz fein reagieren, gerade auch wenn man bremst. So besser ich das Ding gelagert habe und so weniger das, sag mal, anpresst nach außen und blockiert, je einfacher kann ich den Impuls fürs Bremsen natürlich geben, sodass das andere Rad wieder anfängt zu beschleunigen. Das heißt, eine Sperre wird da, also ein Differential an sich ist wahrscheinlich eh nicht mehr drin, das ist komplett einfach nur Stahl. Nee, das ist komplett. Also das ist sogar super nahe gelagert, das ist ganz leichtläufig. Eine starre Achse wird gar nicht gehen, weil du halt immer ein bisschen unterschiedliche Traktionen an der Bahn hast. Das hat mal damals, Mathis hat das mal probiert, das ging sofort. Eine starre Achse? Wusel auch. Ja, das ging 90 Grad um die Ecke. Das heißt, da ist richtig mit Sperrwirkung auch drin? Eine Sperrwirkung in dem Sinne? Nee. Okay, also offen ist ihr offen nur mit der Bremse. Ja, genau. Okay. Ja, dann muss natürlich die Bremse hier auch gut was können, ne? Okay, heftig. Aber man wundert sich. Also wir haben, bei dem haben wir Sensoren dran an den Rädern und wie gesagt, wenn er schön gerade ausläuft und das ist wirklich das kaum Unterschied, ne? Dann hast du mal so ein bisschen Differenz da drin und dann siehst du natürlich, wenn dann das Moment auf Chassis geht und der dann das eine Rad mehr belastet, dann geht das natürlich richtig ab, dann hast du auch mal Differenzen da drin. Ich merke auf jeden Fall, je mehr wir nachfragen, je mehr Sensorik kommt zum Vorschein und am Ende ist natürlich doch alles überwacht so ungefähr. Ne? Der Weg geht dahin, ne? Also es wird gemessen, wie viele Millimeter sich das Chassis verbiegt vorne. So ungefähr. Ja, erst will man das nicht und dann irgendwann merkt man, okay, letztendlich die lügt nicht, ne? Also das ist auch... Das sind so Kleinigkeiten, ob es der Gasgriff war. Wir haben festgestellt, dass wir teilweise, wenn wir stark bremsen, dass wir das Gas zurückziehen, einfach aus der Körperhaltung raus. Und solche Sachen. Ne? Da willst du vorher, wenn mich einer fragen würde, hast du Gas weggenommen? Nee, ganz sicher nicht. Und dann guckst du auf die Daten und dann siehst du, oh, hast du doch Gas weggenommen. Wir haben es gerade gestern auf dem Prüfstand wieder gehabt, Prüfstandslauf gemacht und auf einmal mittendrin bumm unterbrochen. Dachten irgendwie so Fuel Cut oder zu viel Druck oder wie auch immer. Nee, auch im Datalog gesehen hatte ich wieder einen nervösen Fuß in der Verkupplung schon so ganz leicht betätigt. Ne? Und dann unterbricht der halt auch sofort, ne? Weil er auch nur so aus Reflex schon auf dem Datalog ist. Ja. Dafür ist sowas halt immer cool. Ich habe das auch gesehen bei euch selber Marius Golf, wo ihr da diese Viertelmeile gefahren seid. Da habt ihr auch zu vorne, zu hinten konntet ihr messen, vom Schlupf her halt. Ne? Ja, vorne hinten. Und so ähnlich ist das hier auch.
So, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Teile sehen. Dann müssen wir uns auf jeden Fall noch euer Best of Motorschaden angucken. Da wird bestimmt das eine oder andere Teil zwischen sein. Und dann das angesprochene Lager will ich auf jeden Fall auch noch sehen, weil das klang so, als wenn da Teile und da ist so viel aber cool, so ein Registerregal. Ja. Genau. War immer einfach so viele Teile? Ja. Ja, das haben wir einfach so jetzt neu sortiert, so ein bisschen aktualisiert. Verschiedene, ja, man kann es auch immer so Spaß dabei durchfahren, dann liest einfach so ein bisschen. Das sind jetzt halt diese Lader, ne, verschiedene Laderräder. Mhm. Was wir vorhin gesagt hatten, das hier war ja zum Beispiel eins mit dem Durchmesser schon, so wie wir es fahren. Das ist noch eins gefräst, das ist also immer vorgefräst und dann haben wir quasi unterschiedliche Geometrien, die wir nachher noch an das Rad quasi fräsen können, sodass wir kleinere Einlassschaufeln haben. Also. Weil hier sehe ich jetzt gleich auch einmal links, einmal rechts drehen, ne? Genau. Mhm. Aktuell haben wir nur Rechtsdrähne verbaut. Wir werden aber jetzt, was schon gesagt, wenn wir den Motor umbauen, müssen wir auf links drehen. Mhm. Genau. Das ist alles schön symmetrisch. Genau. Und das sind schon komplette Ersatzteile, schon fertig gewuchtet, die können da so drauf und dann. Das ist aber auch Antrieb vom Tool, oder? Also das beziehungsweise genau, vom das Kompressor. Das ist das kleine Getriebe, was okay. du vorhin gesehen hast. Ja, genau. Und das ist klein. Ja. Aber das ist so ein bisschen basierend auf diese Pro-Charger-Technik. Mhm. Ne? Wie gesagt, das haben wir gekauft. Und 2 Jahre probiert, das war Müll für uns. Und dann haben wir das einfach mal nachgebaut, neu gebaut. So gebaut, wie wir uns das vorstellen, dass es auch stabil ist und hält. Was ist das? Das ist vorne die Mutter. Also das sind jetzt die neuen Muttern, die vorne aufs Rad kommen. Ah, okay. Jo, krass, wie riesig das ist. Richtig. Mhm. Okay. So Standardsachen, was man so braucht, ne? Lager und so. Drüber nachgedacht, dass man noch sowas zum Teile wegpacken kann. Nur ja, das ist eigentlich super, weil hier unten, ne, alles was wir brauchen, ist hier alles drin. Hier siehst du mal so einfach, das sind die Kolben. Ne? Das ist so ungefähr das, was wir. Ja, der ist ein bisschen zu hoch, ne? Das ist nicht das, was wir. Das sieht nach 13 zu 1 aus. Das hier, ne? Das hier ist so und das fahren wir aktuell. Ja. Wenn wir so einen Kolben hast, dann hast du es geschafft. Wie ist das? Geht sowas auch mal kaputt? Ja. Also es sind da glaube ich auch noch welche drin, die mal angedrückt. Wenn man gerade zu mager fährt, dann brennt der halt auch. Das wäre so meine Frage gewesen. Ich glaube, so die Löcher sind nicht mehr, die haben wir oben mit Löchern drin. Das sind also so ein bisschen was her. Genau. Aber das wären alles noch, also das wären jetzt alles noch Kolben, die wir im Notfall retten würden. Wo wir vielleicht nochmal sagen würden, okay, die bringen wir noch wieder. Weil ich denke mal fast, dass die Zylinderdrücke hier drin werden wahrscheinlich noch einigermaßen human sein. Wegen dem krassen Hubraum halt, ne? Wenn man so überlegt, 27 Liter pro Motor. Aber, so, ich meine, aber das Ding auch mit 5000 Umdrehungen ist ja auch schon ganz gut. Mhm. Der Schmack ist da drin, ne, der da so durchgeht. Also ich glaube, wenn da so ein Pläume abreißt, schlägt das auch. Ja, die Pläume machen wir mittlerweile auch selber. Die, die originalen halten auch schon nicht. Liegen die auch irgendwo drin? Ja, haben wir Motoren nochmal. Das ist jetzt ein anderes Fabrikat, aber ja, also ein paar Kolben. Ja, doch nochmal Kolben. Schnelle Revision machen wir. Ventile, ne? Einfach mal. Gut, man braucht ja recht viele, dann. Falls mal schnell gewohnt werden muss hier. Ja, auch, ja genau. Das sind so die Laufbuchsen, die. Ne, das ist eine originale Laufbuchse. Wie sie auch, ja, das ist schon nicht die blanke, das wäre eine originale, wie sie aus dem Flugzeug kommt, das ist schon eine nachgebaute. Die werden reingedreht mit gepresst? Gewinn? Gepresst. Achso, okay. Hier werden die werden geschrumpft, ne? Sie wird in Stickstoff getaucht und dann. Die schon. Die noch, ja. Aber ich sag, wir haben auch eine andere Variante. Genau. Also rum sitzen die im Block? Nee. So, doch so. Genau. Okay. Genau. Der Kopf ist quasi, die Laufbuchse wird quasi auf den Kopf oder mit dem Kopf verschrumpft. Mhm. Und danach vorne Motor noch. Und das ist ein Gewinde oder ist das genau, zum Abdichten gedacht? Das ist ein Original, ist das ein Gewinde, hier kommt so eine Kronmutter drauf. Das ist, ja die Brille haben wir jetzt gerade nicht da. Also unten sind letztendlich die 6 Laufbuchsen dann quasi nochmal. Ja, ich sag mal geschultert, ne? An so einer, wir nennen das Ding Brille. Also richtig nochmal auf den Block gezogen. Genau, auf den Block gezogen nicht. Also wirklich hier, diese Brille sitzt hier im Pass und auf dem Pass sitzt. Und dann hast du hier dann die Kronmutter. Original ist ja ein Wassermann. Genau. Von früher her. Und deswegen. Ah. Ja, dann muss wieder alles verschraubt und dicht gemacht werden. Das ist so eine Variante, die wir mal gemacht haben, ne? Also dann können wir das stecken. Dann müssen wir nicht mehr schrumpfen. Hier kommt Niro. Hier sehe ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Das ist die Seite zum Zylinderkopf? Ja, genau. Das ist dann halt eine selbstgemachte Variante, die wir gemacht haben. Mit dieser gleichen Abdichtung, wie wir das auch mal machen, mit so einem Kupferring. Ist da Kupfer drin oder ein Stahlring? Hier kommt ein Edelstahlring. Hier kommt ein Edelstahlring rein und dann ein Kupferring dazwischen und der presst dann einfach.
Das ist halt das Coole, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Bei uns ist das alles immer so filigran, dass man da so im Millimeterbereich kämpft. Genau. Ja, wir auch. Also ganz viel Platz nach außen haben wir auch nicht mehr. Dann, haben wir viel Platz da oben. Die eine oder andere Verschraubung, die über ist, oder nicht über, aber immer mal wieder. Die Reifen, um die immer wieder mit Wettkampf rauszubekommen. Also wir schleifen die quasi mit so einer Satinierrolle. Mhm. Einfach das Profil immer wieder anrauen. Das ist nicht der Stollen, den wir nachschneiden, aber sondern die Fläche. Und einfach anrauen. Ihr fahrt ja auf einem ganz normalen Sandboden, oder? Ja, so Lehmgemisch ist das, ja. Genau. Und da macht echt die Oberfläche nochmal einen Unterschied? Ja, richtig viel. Das ist nochmal ein richtiger Unterschied. Okay. Und das ist halt immer unser Engpass gewesen, weil das ist das letzte, was eigentlich geschmiert wird in der Kette. Ne? Mhm. Also jetzt so wird es dann quasi eingestellt. Ne? Mhm. Aber das wäre jetzt eine differenzielle Hälfte und dann. Ja, auch witzig gemacht, ne? So zweiteilig aufeinandergelegt und dann verschweißt.